Und die Eltern mit ihr in ein kleines Walliser Dorf. Da ist also die extrovertierte Amerikanerin, dort die hintergründige Walliserin. Da ist der Jazz, dort der Jodel. Zwei Seiten, die Erika Stuck in ihren Performances so geschmeidig und einzigartig verwebt, dass sie nun mit dem Grand Prix Musik geehrt wird. Was das bei der Sängerin auslöst, Anna Gossenreiter. Ah, was für eine Freude, was für eine Freude. Das ist so ein guter Schock, das ist so ein Funke ins System von einer Musikerin. Das gibt mir so einen Aufwind, ich habe mich richtig gefreut. Sie versteht es, ihr Publikum zu unterhalten. Als Sängerin, Performerin und Künstlerin ist sie seit 35 Jahren auf Tour. Unglaublich vielfältig und doch unverkennbar. Das wird nun mit diesem Preis gewürdigt. Es macht mir jetzt mal einen Stich ins Herz. Es gibt mir jetzt mal so einen Stich. Es ist ein emotionaler Preis für mich, weil es ja nicht darum geht, sie hat Zehntausende von CDs verkauft, sondern sie hat in ihrer Kunst was gefunden, in ihrer Musik, in ihrer Art, sich auszudrücken, das einmalig ist. Einen schönen Preis gibt's kaum. Eine schöne Anerkennung für eine Frau, die stets ihren Weg gegangen ist. Was sie mit den 100.000 Franken machen will? Kein Gold der Welt macht einen kreativer. Es hilft. Es hilft damit. Aber ich muss einfach machen, was ich mache. Ich kann eh nicht anders. Ich kann ja nicht anders. Und damit zur Vorschau auf die Themen von 10 vor 10, heute mit Binja Silberschmid. Ja, es gibt fast kein Unternehmen, das von Corona verschont geblieben wäre. Auch die Schweizer Medienbranche. Der Werbemarkt ist am Boden. Zeitungsredaktionen oder TV-Stationen kämpfen deshalb ums Überleben. Und das, obwohl das Bedürfnis nach Information so hoch ist wie selten. Wie also weiter mit den Medien? Das vertiefen wir im Studiogespräch. Und dann porträtieren wir einen Genfer Arzt, der bei uns in der Deutschschweiz kaum bekannt ist, in Frankreich aber gefeiert wird. Schon lange vor Corona war er ein Vorkämpfer für effektive Handhygiene. Das und mehr um 10 vor 10. Merci, Binja. So viel von uns. Nach Meteo ermittelt hier gleich Kommissar Dupin. Ihnen einen schönen Abend und bis bald.